Gestresste Passanten, ein Gemost, genervte Stimmung und stickige Luft. So sehen Stosszeiten im öffentlichen Verkehr aus. Viele kommen hier aber nicht drum herum. Zu den Hauptverkehrszeiten kommt unser Verkehrsnetz an seine Belastungsgrenzen. Experten sagen, dass der Verkehr in den nächsten 15 Jahren noch einmal 30% zulegt. Was sagen die Berufstätigen, Schülerinnen und Schüler, Pendler und andere Betroffene dazu? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie nach einem langen Arbeitstag vor einem vollen Bus, Tram oder Zug stehen? Ja, es hat viele Leute und ja, ich habe meistens keinen Sitzplatz. Ja. Unangenehm. Es ist wenig Platz vorhanden und ja, zum Teil muss man sogar einen Bus warten, also einen Bus lang warten, bis der nächste kommt, damit man überhaupt Platz findet. Das ist sehr, sehr mühsam und gefährlich. Sehr gefährlich zu einsteigen und zu aussteigen wieder, weil man sich durch die Leute durch muss, einen Weg bahnen. Wie erleben Sie als Mitarbeiter von Bernmobil die Stosszeiten? Ja, Stosszeiten sind grundsätzlich hektisch. Nur ist es so, dass ich ja meinen Platz habe und schaue, dass ich einigermaßen mit dem Umschlag klarkomme, dass ich möglichst speditiv die Leute in ihr Fahrziel kann transportieren. Es sind natürlich vor allem unter der Woche sehr bemerkbar. Wir haben insbesondere am Morgen und am Abend so um die 5 Uhr eine sehr hohe Spitzenzeit. Haben Sie eine Idee, wie man den ÖV entlasten könnte? Ja, es gibt natürlich schon verschiedene Möglichkeiten. Wir müssen denken, wenn wir die Schüler anschauen, morgen früh. Das ist natürlich wahnsinnig, weil jeder kommt mit einer riesen Koffer daher. Wenn man die könnte ein bisschen schieben und verschiedene Institutionen könnte anders arbeiten, ein bisschen mehr geleiten, dann hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Platz. Ja, vielleicht eben, wie es schon erwähnt worden ist, dass die Leute auch nicht in den Stosszeiten müssen auf Bussen gehen, zwangsläufig, dass die vielleicht später würden gehen. Am Morgen und am Abend ist bei uns der ÖV immer voller Leute. Es ist ein Gestunk in den Bussen, in den Tram und in den Zügen. Die meisten Leute kommen alle auf die 8 oder halbe 9 arbeiten und gehen am Abend gleichzeitig wieder heim. Jetzt habe ich mir überlegt, wie könnte man den ÖV entlasten. Eine Möglichkeit ist, dass nicht alle Leute zur gleichen Zeit am Morgen anfangen arbeiten oder zur gleichen Zeit in die Schule gehen. Und darum habe ich mir überlegt, wäre es eine Möglichkeit, dass die Schülerinnen und Schüler von Gymnasien und von Berufsschulen nicht alle gleichzeitig am Morgen kommen, sondern dass sie eine Stunde später kommen könnten, einen Teil davon, und am Abend auch zu unterschiedlichen Zeiten wieder heimgehen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, dass man den ÖV weiter ausbauen würde. Das kostet aber sehr, sehr, sehr viel Geld. Und gerade in der Stadt und in der Agglomeration Bern haben wir einfach auch keinen Platz mehr, für noch mehr ÖV auf der Strasse oder auf der Schiene zu fahren.